Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Wenige Stunden nach dem Großbrand im Westen von Hamm bei einem Autowerwerter brennt es unweit schon wieder. In Aalen steht das Zentrallager des Spielzeughändlers Reprellkiste im Vollbrand. Verletzt wurde offenbar niemand, es entstand aber ein Millionenschaden. Die Löscharbeiten sollen noch Stunden andauern. Aalen in der Gehsteinstraße in Aalen ist aus noch unbekannter Ursache die Lagerhalle des Spielzeughändlers Reprellkiste in Brand geraten. Offenbar haben die Flammen aber inzwischen auch noch auf weitere Gebäude, Verwaltung, Anlieferhalle, übergegriffen. Außerdem muss ein Öltank gekühlt werden. Auch aus benachbarten Städten, Trennsteinfurt, Ballstede, Beckum und Sendenhorst, sind Feuerwehreinheiten zur Unterstützung angefordert worden. Wie am Montagabend in Hamm steigt auch in Aalen schwarzer Rauch auf. Dieser ist auch aus dem Hammer Stadtgebiet, Güntrop, Hessen, oder aus Velbe und Ballstede zu sehen. Über die Warn-App Nina wurden Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Alarm war offenbar kurz vor 15 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Zuvor hatte wohl die Brandmeldeanlage ausgelöst, so dass sich sämtliche Beschäftigte rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Der entstandene Sachschaden soll in Millionenhöhe liegen.